So, moin moin zusammen. Was wir heute zusammen machen wollen, ist das Topfen von Oleandersteglingen, beziehungsweise wann schneiden wir Oleandersteglinge? Wir haben ziemlich genau vor 4 Wochen, als wir im Urlaub gewesen sind, von kräftigen Trieben, die dieses Jahr gewachsen sind, Kopfstecklinge gemacht. Wir nehmen dazu einfach ein Messer, trennen den Trieb ab, das untere Ende schräg anschneiden. Ein paar Blattpaare wegmachen und dann das ganze Zeug einfach in Wasser stellen, relativ warm halten und das Wasser gelegentlich wechseln. Wie gesagt, diese Pflanzen sind jetzt 4 Wochen alt, haben ein wunderbares Wurzelwachstum gezeigt und werden wir heute eintopfen. In was für ein Substrat werden wir eintopfen? Wir haben hier eine Mischung. Wir haben hier eine Mischung aus Kühlpflanzenerde. Man kann auch mediterrane Erde benutzen, die ist ein bisschen strukturstabiler, weil es einfach recht grobe Anteile dran hat, damit da keine Staunässe entsteht. Wie gesagt, 5 Teile von dieser Kübelpflanzenerde benutzen grob 3 Teile lehmhaltige Gartenerde, einfach als Wasserspeicher und als Nährstoffspeicher, weil der Nährstoffbedarf vom Oleander sehr hoch ist. Und machen dazu dann einfach auch, um die Strukturstabilität zu gewährleisten, noch 1 Teil Perlit rein. Man kann auch Sand oder so kleinen groben Kiesel nehmen, den man zu Hause hat. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon. Die Pflänzchen, gerade Oleander, wächst eher nicht in die Tiefe, sondern eher in die Breite. Deswegen braucht man nicht unbedingt Riesentöpfe, sondern eher so ein bisschen breitere Gefäße. Wir benutzen jetzt am Anfang, damit die Pflanzen sich einfach mal ein bisschen etablieren und entwickeln können, noch kleinere Töpfchen, sparen auch ein bisschen Erde. Ja, und dann nehmen wir einfach eins von den Pflänzchen, am Anfang ein bisschen Erde rein, einfach nur draufsetzen und dann wieder Erde locker anhäufeln. Und das war schon, wir werden die dann kräftig angießen und dann jetzt einfach hier weiter wachsen lassen im Gewächshaus. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis sich da Blüten zeigen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ich denke, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich